vierter und letzter Teil für Brust und Arme. Heute mache ich euch fit, wir geben noch mal ein bisschen mehr Gas. Nehmt die Wasserflaschen und dann legen wir los. Bevor wir unser Programm starten, machen wir natürlich wieder ein kleines Warm-up. Dafür dürft ihr die Flaschen zunächst mal auf die Seite stellen. Wir erwärmen die Muskulatur, nehmen die Arme an die Schultern und kreisen die Arme nach vorne. Macht einen großen Kreis. Und wir wechseln die Richtung nach hinten. Den Kopf gerade halten dabei. Den Oberkörper ruhig. Und wir wechseln nochmal nach vorne und kreisen diesmal im Wechsel und drehen dabei den Rumpf mit. Eine Schulter kommt nach vorne und danach die andere. Immer im Wechsel. Und auch hier machen wir das Ganze noch nach hinten. Dreht den Oberkörper, dreht den Rumpf. Bleibt dabei aufrecht stehen. Und dann kommen wir wieder zur Mitte und lösen die Arme. Als nächstes nehmen wir die Arme nach oben und drücken die Arme zur Seite weg. Wir öffnen dabei die Hand und wir ziehen den Arm wieder ran und schließen die Hand. Öffnen nach außen und schließen nach unten. Im Wechsel die Arme lang ziehen und tief ziehen. Nehmt dabei auch die Schulter mit nach unten und spreizt die Finger weg an der Seite. Gleichmäßige Bewegung. Zweimal noch. Und wir lösen. Dann nehmen wir beide Arme nach oben und wir schieben im Wechsel die Hände in Richtung Decke. Schaut eure Finger an, zieht euch lang dabei. Wir öffnen wieder die Hände dabei und spreizen die Finger. Im Wechsel rechts und links nach oben. Nach unten. Wir lockern mal kurz die Arme, lockern die Finger. Und dann nehmen wir die Arme zur Seite und schwingen sie ganz locker von rechts nach links. Nehmt den Kopf mit. Der Oberkörper dreht mit. Beine bleiben ruhig am Boden stehen. Zweimal noch. Und dann kommen wir wieder zur Mitte. Und dann sind wir aufgewärmt und starten mit unserem Programm. Wir sind in der vierten Woche. Heute geben wir nochmal richtig Gas. Wir steigern uns auf 30 Wiederholungen. Also strengt euch an. Los geht's. Wir kommen zur ersten Übung. Nehmt dafür bitte eine von euren beiden Flaschen in die Hand. Wir stellen uns hüftbreit auf die Matte und wir nehmen die Flasche zwischen beide Hände. Die Übung wird gleich so aussehen. Wir drücken die Flasche leicht zusammen und lösen die Spannung wieder. Halten und lösen. Als Variante, wer es ein bisschen schwerer haben möchte, könnt ihr mal versuchen, das Ganze auf einem Bein zu machen. Und während der Übung einfach das Bein zu wechseln. Ich mache mit euch wieder die Basisvariante. Leicht gegrätschte Beine. Wir öffnen die Finger und dann drücken wir. Los geht's. Zusammendrücken und lösen. Wir drücken ungefähr auf Brustebene.
Wir lassen die Schultern tief dabei. Wir atmen aus, wenn wir zusammendrücken. Und ein, wenn wir lösen. Versucht dabei auch, euren Rumpf anzuspannen. Spannung in die Finger. Kurz halten. Und wieder lösen. Ruhig weiteratmen. Die Arme fest zusammendrücken. Und lösen. Der Kopf ist gerade. Spannung aufbauen, auch im Rumpf. Und wieder lösen. Gleichmäßig im Wechsel. Versucht auch mit beiden Händen gleich stark zu drücken. Die Flasche ist zentral vor dem Körper. Und wir sind in den letzten 5. Zweimal noch drücken. Kurz halten. Und ein letztes Mal drücken. Und wir lösen die Spannung. Zur nächsten Übung holt ihr bitte eure zweite Flasche dazu. Wir greifen die Flaschen etwa mittig. Wir stellen uns leicht gegrätscht, gehen etwas tief, nehmen den Oberkörper leicht nach vorne. Wir werden gleich eine Boxbewegung nach vorne machen und drehen dabei die Flaschen leicht nach innen und nehmen die Handflächen nach unten. Als Variante könnt ihr gerne zweimal nach vorne und beim nächsten Mal leicht nach rechts und links boxen. Ich mache mit euch wieder die Basis. Seid ihr fertig? Dann legen wir los. Nach vorne, direkt zweimal hintereinander und dann kurz warten. Nehmt die Schulter mit, nach vorne. Achtet drauf, schnell die Arme nach vorne und auch schnell wieder zurückziehen. Versucht dabei, immer auf der gleichen Ebene die Bewegung zu machen. Und wir sind in den letzten 5. Zweimal noch. Und wir lösen. Lassen die Arme kurz hängen. Atmen durch. Und dann kommen wir gleich zu unserer dritten Übung. Wir bleiben dazu locker in der Grätsche stehen. Wir nehmen die Arme nach außen, etwa auf Schulterhöhe. Wir greifen die Flaschen. Die Bewegung geht gleich nach vorne zusammen und wieder zur Seite. Wir stehen aufrecht dabei und bleiben in der Bewegung auf Schulterebene. Als Variante, wer es probieren möchte, gerne wieder ein Bein nach oben. Während der Übung einfach wechseln. Wir machen wieder die Basis und wir starten. Zusammen und öffnen. Eine Ebene halten. Sucht euch eine Linie in der Luft und an der wandert ihr entlang mit den Flaschen. Ruhig. Die
Schultern tief halten, den Kopf gerade. Rumpfspannung halten. Und wir sind in den letzten 5 angekommen. Die letzten 2. Und wir kommen zur Mitte. Wir senken die Arme, die Schultern mal kurz ganz locker hoch, tief. Spannung lösen. Und dann kommen wir zu den Armen. Wir nehmen die Hände nach unten, die Arme leicht gebeugt und wir gehen nach oben mit beiden Armen gleichzeitig. Den Oberkörper leicht vorne halten und wir drehen die Handflächen nach oben, wenn wir hochkommen. Als Variante könnt ihr das Ganze auch kombiniert machen, indem ihr hochgeht und dann die Arme noch ein Stückchen weiter in Richtung Decke hebt. Wir machen wieder die Basis miteinander. Nehmt eure Position ein und dann geht's auch schon los. Achtet drauf, der Oberarm ist ruhig, nur der Unterarm wird gebeugt und wieder lang gemacht. Dreht die Hände nach oben. Auch hier den Rücken unter Spannung halten, den Rumpf anspannen. Die Schultern bleiben tief, wir stehen stabil und bleiben dran. Wir machen unsere letzten 5. 2-mal noch die Arme beugen. Und dann lösen wir die Position. Und dann habt ihr es fast geschafft. Wir kommen zur letzten Übung für heute. Die Flaschen bleiben und gehen an den Körper. Dabei geht der Ellbogen leicht hinter den Körper. Der Oberkörper bleibt nach vorne geneigt. Wir stehen etwa schulterbreit und wir nehmen jetzt gleich die Arme nach hinten, so weit ihr könnt. Und dann kommen die Unterarme wieder nach vorne. Ganz wichtig, der Oberkörper bleibt ruhig dabei, nur der Unterarm bewegt sich. Wer wieder eine Variante ausprobieren möchte, kann versuchen, das Ganze wieder auf einem Bein zu machen und während der Übung einfach das Bein zu wechseln. Wir machen wieder die Ausgangsvariante. Seid ihr bereit? Und dann legen wir los. Nehmt die Flaschen nach hinten, zieht den Arm lang und führt die Flaschen wieder nach vorne. Die Schultern sind tief dabei, der Oberkörper ruhig. Atmen. Den Oberarm ruhig halten. Der Ellenbogen bleibt hinterm Körper, ganz wichtig. Versucht mit beiden Flaschen gleichzeitig und gleichmäßig zu arbeiten. Schulterblätter sind leicht hinten zusammen. Weiter atmen. Und wir haben noch 5 vor uns.
Die letzten zwei. Nochmal kämpfen. Und dann kommen wir nach vorne. Lösen die Arme, lösen die Schultern. Ihr habt es geschafft, 5 Übungen. Und dann machen wir unser Cooldown. Ihr dürft eure Flaschen zur Seite stellen. Die brauchen wir nicht mehr. Wir nehmen die Arme vom Körper weg und lockern beide. Lassen auch die Finger hängen. Lösen die Spannung. Bewegt die Schulter mit dabei. Dann nehmen wir die Arme mal und schütteln sie kräftig nach unten, dass der Muskel sich entspannt. Dann kommen wir wieder nach oben. Wir ziehen einen Arm nach unten, halten die Spannung, öffnet die Finger wieder dabei. Und dann wechseln wir auf die andere Seite, zieht die Schulter tief, spreizt die Finger ab, halte die Spannung, spürt eine leichte Dehnung im Schulter- und Armbereich, in den Fingern. Nochmal die Seite wechseln und wir nehmen den Kopf ganz leicht zur Gegenseite. Und wir wechseln nochmal. Anderer Arm, Finger wegspreizen und den Kopf zur anderen Seite. Lösen die Spannung. Dann nehmen wir beide Arme zusammen über den Kopf und ziehen uns mal richtig lang. Nehmt die Arme dabei so weit nach hinten, wie ihr könnt. Haltet die Position. Spürt eine leichte Dehnung in den Armen, im Brustbereich. Und dann neigen wir uns leicht zur einen Seite. Kurz halten. Und wir gehen zur anderen Seite. Halten auch hier die Position. Und kommen zur Mitte. Zurück. Dann nehmen wir die Arme nach hinten und greifen einen Arm am Handgelenk und ziehen den ganzen Arm hinter den Körper. Position wieder kurz halten. Wir lösen das Ganze und machen das Ganze nochmal andersrum. Greift wieder am Handgelenk und zieht den Arm mit der Schulter nach drüben. Position halten. Und dann lösen wir das Ganze. Dann nehmen wir unseren rechten Arm, machen den Arm vorm Körper lang und ziehen ganz leicht die Finger in die Länge. Der Unterarm zeigt dabei nach oben. Achtet drauf, zieht nicht zu stark. Lösen und wechseln auch hier nochmal die Hand. Wieder nur leicht an den Fingern ziehen.
kurz halten. Und wir lösen. Wir kreisen nochmal unsere Handgelenke in die eine Richtung und in die andere Richtung. Und dann nehmen wir die Arme zur Seite, atmen nochmal tief ein. Und die Arme nach unten. Ein zweites Mal einatmen. Und die Arme fallen lassen. Und dann sind wir fertig für heute. Klasse gearbeitet. Die vierte Woche für Brust und Arme ist rum. Und damit ist auch unser gesamtes Workout-Programm Fit in 4 Wochen beendet. Ich bin platt und ich hoffe, ihr auch. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann schau doch mal in unseren Fitness-Channel. Den kannst du abonnieren, der ist kostenlos. Da gibt es ganz tolle Programme. Ich mache euch fit und damit bleibt ihr immer am Ball. Wir sehen uns.